Wir schauen jetzt schon mal auf den nächsten Tagesordnungspunkt. Da wird es um Betriebsräte gehen. Und passend dazu ist auch schon der Bundesminister für Arbeit und Soziales, Hubertus Heil, ins Parlament gekommen. Die Linksfraktion hat einen Antrag gestellt. Passend zum Thema, denn vor 100 Jahren und ein paar Tagen wurde zum ersten Mal per Gesetz festgeschrieben, dass Arbeiter das Recht haben, Betriebsräte zu gründen, am 4. Februar 1920. Mittlerweile ist es so, dass in Unternehmen mit mindestens 5 Beschäftigten die Beschäftigten ein Recht haben, einen Betriebsrat zu wählen. Allerdings geht die Zahl der Arbeitnehmer, die von einem Betriebsrat vertreten werden, zurück. Wenn wir mal schauen, bei den Unternehmen, große und kleine Unternehmen haben nur 9 bis 10% einen Betriebsrat. Der Linksfraktion zufolge liegt das auch daran, dass Arbeitgeber zunehmend versuchen, Betriebsratswahlen zu verhindern. Und das wiederum möchte die Linksfraktion nun bekämpfen mit verschiedenen Maßnahmen. Deswegen hat sie hier einen Antrag eingereicht. Gespräche woanders zu führen. Ja, und Bundestagsvizepräsidentin Claudia Roth mahnt hier nochmal, dass die Abgeordneten nicht quatschen sollen, beziehungsweise dass sie, wenn sie sich unterhalten wollen, das draußen machen, damit hier die Debatte zügig weitergehen kann. Von der Linksfraktion wird nun als erstes Jutta Krellmann sprechen. Sie ist für ihre Fraktion die Sprecherin für Mitbestimmung und Arbeit. Sehr geehrte Frau Vorsitzende, liebe Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen. Ich war viele Jahre als Gewerkschaftssekretärin bei der IG Metall beschäftigt. Meine Aufgabe waren, Betriebsratswahlen zu unterstützen und die Betriebsräte in den Betrieben zu beraten. Ich finde, es gibt nichts Demokratischeres im Betrieb wie Betriebsräte. Arbeitgeber und Manager sind eingesetzt, Betriebsräte dagegen gewählt. Liebe Kolleginnen und Kollegen, Sie müssen sich alle 4 Jahre zur Wahl stellen. Die Beschäftigten können mit ihrem Kreuz dokumentieren, ob sie mit der Arbeit einverstanden waren oder nicht. Die Wahlbeteiligung liegt in der Regel höher wie bei der Bundestagswahl, bei 70 bis 80%. Immer wieder habe ich erlebt, wie in meinem Gewerkschaftsbüro die Türe aufging. Eine kleine Gruppe von Beschäftigten kam rein mit den Worten: Jutta, wir haben ein Problem. Was können wir tun? Die Probleme, die dahinter steckten, waren oftmals sehr ähnlich oder sehr gleich. Es ging, die Arbeitszeiten stimmen nicht, die Bezahlung ist ungerecht, die Arbeitsbedingungen sind Mist, es gibt keinen Tarifvertrag und so weiter und so weiter. Und jetzt? Um solche Probleme in den Griff zu kriegen, dafür braucht man einen Betriebsrat. Und die Betriebsräte brauchen Kandidaten und Rechte, was sie im Interesse der Leute, einsetzen können. Wenn Beschäftigte in Betrieben mitreden, sind meistens die Gehälter höher, es gibt mehr Urlaub und kürzere Arbeitszeiten. Trotzdem ist der Anteil von Betriebsräten rückläufig. Betriebsräte und diejenigen, die einen gründen wollen, sehen sich immer häufiger Angriffen ausgesetzt. Das ist eine Kampfansage von einigen Arbeitgebern. Sie lehnen offen Demokratie am Arbeitsplatz ab. So gehen Betriebsräte regelrecht zum Abschluss freigegeben. Dieses Verhalten ist zutiefst undemokratisch und hat mit der vielbeschworenen Sozialpartnerschaft rein gar nichts zu tun. Ich versuche es Ihnen an drei kleinen Beispielen, die aber typisch sind, noch mal zu verdeutlichen. Es macht mich wütend, wenn ich höre, dass in einem
ein Betriebsratmitglied der Armeus-Kliniken fristlos gekündigt wird, weil er sich für einen Tarifvertrag eingesetzt hat. Wenn ein Betrieb wie Armeus ein attraktiver Arbeitgeber sein will, dann braucht er einen Betriebsrat. Ist es denn so schwer zu begreifen? Ich begreife nicht, dass die Geschäftsleitung der Armeus-Kliniken 2017 auf einer Betriebsversammlung den Beschäftigten sinngemäß droht. Entweder ihr wählt bestimmte Leute oder es kommt hier im Betrieb zu kündigen. Unglaublich ist sowas. Das ist Wahlbeeinflussung, ist im Grunde absolut unzulässig. Und als letztes Beispiel die Biokette Alnatura. Sie hat mit einem Rechtsstreit über 4 Jahre systematisch die Gründung von Betriebsräten verhindert. Alnatura hat zwar alle Rechtsstreitigkeiten verloren, aber die Initiatoren sind auch aus dem Betrieb raus. Somit hat die Firma trotz aller Niederlagen vor Gericht am Ende ihr Ziel erreicht. Immer wieder kommen Arbeitgeber ungeschoren davon, wenn sie Betriebsräte behindern. Das zeigen die Beispiele. Aber das, Kolleginnen und Kollegen, macht mich wütend. Und das in dem Jahr, wo wir 100 Jahre Betriebsverfassung feiern, das kann doch wirklich alles nicht wahr sein. Meine Damen und Herren, es liegt an uns, die Demokratie in den Betrieben zu schützen. Antidemokratischen, verfassungsfeindlichen Arbeitgebern muss das Handwerk gelegt werden. Dazu brauchen wir Schwerpunktstaatsanwaltschaften und ausreichend qualifiziertes Personal. Und wieso werden Arbeitgeber bei Ordnungswidrigkeiten privilegiert? Bei jedem Nachbarschaftsstreit ist ein Ordnungsgeld von bis zu 250.000 Euro möglich. Verstöße gegen die Datenschutzverordnung werden mit bis zu 4% des jeweiligen Jahresumsatzes sanktioniert. Und die Ordnungswidrigkeiten gegen das Betriebsverfassungsgesetz? Sie liegen bei mindestens 5 Euro, aber höchstens 10.000 Euro. Das ist doch ein schlechter Witz, sage ich Ihnen. Ist uns die gelebte Demokratie in den Betrieben so wenig wert? Immer häufiger müssen Beschäftigte erst schreiken, bevor Arbeitgeber mit ihnen oder ihrer Gewerkschaft verhandeln. So geschehen auch bei Armeus, bei der Gildebrauerei in Hannover und bei Amazon. Was sind das für Arbeitgeber, die nicht einmal bereit sind, mit ihren Leuten und den zuständigen Gewerkschaften überhaupt nur zu reden? Ja, wir müssen Betriebsräte endlich besser schützen. Sie sind gelebte Demokratie im Betrieb. Denken Sie bitte an die Redezeit. Wir sind die Gesetzgeber. Lassen Sie uns endlich Gesetze machen, die die Belegschaften und Betriebsräte vor Willkür solcher Arbeitgeber schützen. Vielen Dank. Vielen Dank, Jutta. Jutta Krellmann hat hier den Antrag der Linksfraktion vorgestellt für mehr Mitbestimmungsrechte in Betrieben, beziehungsweise dass die Mitbestimmungsrechte, die die Arbeitnehmer haben, sie auch tatsächlich ausüben können. Jetzt spricht Uwe Schumer von der CDU-CSU-Fraktion. Wir sehen den Arbeitsmarkt, die Wirtschaft, sie steht in einem strukturellen Wandel. Wir wollen diesen Wandel begleiten, auch politisch. Und dieser darf nicht nur technisch perfekt und digitalisiert sein, er muss auch sozial gestaltet werden. Für die soziale Gestaltung, gerade in Großunternehmen, in der Vergangenheit waren die Betriebsräte immer zentral. Und von daher ist die betriebliche Mitbestimmung, die ja im Februar 1920 von einem Pfarrer aus Essen als Reichsarbeitsminister Heinrich Brauns auf den Weg gebracht wurde in der Weimarer Zeit. Von daher ist die Betriebsverfassung ein ganz zentrales Instrument, das wir auch weiterentwickeln wollen in diesem Jahr, 100 Jahre Betriebsrätegesetz. Wir haben mit Reichsarbeitsminister Heinrich Brauns im Grunde auch einen christlich-sozialen Politiker in der Weimarer Zeit gehabt, der neben Betriebsverfassung auch
die Arbeitslosenversicherung und auch die Arbeitsgerichte geschaffen hat, von daher wesentliche Grundlagen für unseren heutigen sozialen Staat. Wichtige Rechte werden von Arbeitnehmervertretern, ich war selbst Betriebsrat und bin in der IG Metall seit 44 Jahren, und richtige Rechte, die Betriebs- und Personalräte haben, bei Arbeitszeiten, bei Einstellungen, bei Kündigungen, bei der Weiterbildung, sie können somit dann auch beide Seiten auf der sozialen Ebene, auf der sozialen gemeinsamen Augenhöhe so zusammenführen, dass wir am Ende Wertschöpfung und Produktivität in den Unternehmen haben. Es gibt eine produktive Kraft des sozialen Friedens, des Miteinanders. Und das wussten schon in der Hansezeit die Kaufleute, war das Erste, bevor eine Hansekogge auslief, als dann die Matrosen angeworben wurden, war, dass sie einen Matrosensprecherrat wählten. Weil man wusste, es ist besser, mit allen gemeinsam zu verhandeln, als sich Einzelne herauszupicken und dort zu schauen, wie man Individualverträge macht. Es ist produktiver, es ist für die Wirtschaft interessanter und für das soziale Gefüge im Unternehmen, eine solche Betriebsverfassung zu gründen zu lassen und auch mit ihr auf Augenhöhe zusammenzuarbeiten. Es gibt Ausnahmen. Es gibt auch Unternehmer, die diese Klugheit nicht besitzen. Und nach einer Studie in der Metall- und Chemieindustrie ist es so, dass in 835 Betrieben, die erstmals Betriebsratswahlen durchführten, bei 16% die Initiatoren durch Kündigungen als auch durch Mobbing daran gehindert werden sollten. Bei 16%. Es ist nicht die Normalität, es ist die Ausnahme. Und bei diesen 16%, die muss man sehen, diese 16% waren es in der Tat dann 44%, wo auch externe Agenturen und Beratungen die Unternehmen dabei beraten haben. Aber die Normalität ist das Miteinander. Nicht Wild West und nicht das amerikanische Verhältnis. Wir haben schon eine Kultur bei uns in Deutschland des Miteinanders und der sozialen Partnerschaft. Es ist in der Tat nicht akzeptabel, wenn beispielsweise bei den Amios Kliniken, wie auch eben ausgeführt wurde in Sachsen-Anhalt, Tarifverhandlungen, betriebliche Mitbestimmung durch Kündigungen boykottiert, blockiert werden sollen. Da hat sich auch die Landtagsfraktion der CDU in Sachsen-Anhalt ganz klar positioniert an der Seite der Beschäftigten. Und es ist wichtig, dass die Tarifverhandlungen, die jetzt gestartet werden, dass sie auch zu einem vernünftigen Ende mit dem Schweizer Gesundheitskonzern gebracht werden. Wir wollen im Koalitionsvertrag in diesem Jubeljahr der betrieblichen Mitbestimmung 100 Jahre Betriebsverfassung, Betriebsrätegesetz, die Bildung von Betriebsräten erleichtern, weil wir spüren, wir haben kein Qualitätsproblem, wir haben ein Quantitätsproblem. Wenn ganze 9% der Betriebe, in der Regel über 200 Beschäftigte und nur noch 42% der Beschäftigten durch betriebliche Mitbestimmung vertreten werden. Von daher ist es wichtig, dass wir die beiden Welten, die Digitalisierung, Online, Plattformökonomie, also die klassische Welt der betrieblichen Mitbestimmung zusammenführen, weil natürlich viele der neuen Unternehmen sich mit dieser betrieblichen Wirklichkeit und Mitbestimmung nicht auskennen. Beide Welten müssen zueinander geführt werden. Das ist eine Aufgabe und ein Instrument kann sein, wenn wir das miteinander dann auch prüfen, dass man Online-Wahlen beispielsweise in der Betriebsverfassung ermöglicht. Da, wo eben nicht ein Unternehmen, eine Fabrikhalle, ein schwarzes Brett ist, sondern wo Fahrräder beispielsweise über Deliveroo und eine App das Unternehmen definiert. Da brauchen wir auch andere Instrumente, um betriebliche Wirklichkeit abzubilden. Es ist auch sinnvoll und wichtig, dass wir den Wahlvorgang entbürokratisieren, dass auch bis 200 Beschäftigte optional auch über eine Belegschaftsversammlung beispielsweise Betriebsräte gewählt werden können, dass hier die Hürden nicht allzu hoch gestellt bleiben. Und wir wollen letztendlich auch schauen, dass wir die Initiatoren, das ist, glaube ich, ein ganz zentraler Ansatz, die bisher nicht Schutz, keine Schutzrechte haben, bis zum Wahlvorstand, dass wir diese Initiatoren durch eine neutrale Stelle, in welcher Form auch immer, unterstützen, damit eine Betriebsratsgründung dann auch vollzogen werden kann. Wie wir das erreichen, über die Wahlordnung, über das Betriebsverfassungsgesetz, das werden wir prüfen. Aber wir sind auch wild entschlossen, entsprechend zu handeln. Ich finde, dass wir in diesem wichtigen Jahr auch die Vernetzung brauchen von betrieblicher Mitbestimmung
und Mitarbeiterkapital, dass wir soziale Partnerschaft durch Kapitalpartnerschaft auch ergänzen wollen. Deshalb ist der scheuliche Freibetrag für Mitarbeiterbeteiligungen mit wirtschaftlichen Beteiligungsrechten hilfreich und sinnvoll. Und ich glaube, beide Themen sind spannend in diesem Jubeljahr der betrieblichen Mitbestimmung. Uwe Schummer von der Unionsfraktion hat hier über mögliche Weiterentwicklungen der betrieblichen Mitbestimmung gesprochen, zum Beispiel über Online-Wahlen. Allerdings gibt es laut der gewerkschaftsnahen Hans-Böckler-Stiftung bei den Betriebsratswahlen konstant eine hohe Beteiligung von etwa 75%. Also da scheint es zumindest nicht am Interesse zu mangeln. Jetzt Jürgen Pohl von der AfD-Fraktion. Frau Präsidentin! Werte Kollegen, liebe Gäste, die betriebliche Mitbestimmung ist ein hohes Gut. Sie ist zentraler Bestandteil unserer sozialen Marktwirtschaft. Und weltweit beneiden uns Arbeitnehmervertreter um die gesetzliche Ausgestaltung der Mitbestimmung in unserem Land. Das heißt aber nicht, dass wir uns auf dem Erreichten ausruhen dürfen. In einer radikal sich ändernden Arbeitswelt müssen wir die Mitbestimmung und Mitwirkungsrechte der Arbeitnehmer den Erfordernissen dieses Wandels anpassen. Das darf allerdings nicht dazu führen, dass wir das bestehende Gesetz verkomplizieren oder es zum Strafgesetzbuch ausbauen, wie es die Linken heute wollen. Wir als AfD wollen einen konstruktiven Weg gehen. Dabei bekennen wir uns ausdrücklich zur Sozialpartnerschaft in den Betrieben und in den Unternehmen. Wir sprechen uns klar und deutlich für die Tarifautonomie der Tarifpartner aus. Wir setzen uns mit allem Nachdruck für eine gute, vernünftige Zusammenarbeit zwischen Arbeitgebern, Betriebsräten und Arbeitnehmern ein. Folglich begrüßen wir ein gutes und verantwortungsvolles Miteinander der Betriebspartner auf der Grundlage der bestehenden Gesetze. Wir wollen kein Gegeneinander wie Sie. Wir wollen einen vernünftigen Umgang miteinander. Das heißt, wir wollen zufriedene Mitarbeiter, ein Unternehmen, das seine Betriebsziele erreicht. Natürlich, und das ist klar, und da rufen Sie ja schon dazwischen, verkennen wir nicht, dass es im Betrieb auch gegensätzliche Interessen gibt. Die müssen aber im Geiste, diese gegensätzlichen Interessen im Geiste der Sozialpartnerschaft gelöst werden und nicht, wie Sie es vorhaben, Genossen von den Linken, im Klassenkampf. Das ist falsch. Unserer Ansicht nach bietet das geltende Betriebsverfassungsgesetz insgesamt eine gute Grundlage. Es bedarf keiner Strafverschärfung. Der Antrag der Linken spricht von unerträglichen Grauzonen, von Betriebsrat und Gewerkschaftsbashing, also Verfolgung. Das ist grober Unfug. In Einzelfällen kommt sowas vor. Im Großen und Ganzen herrscht aber Betriebsfrieden in den Unternehmen, vor allen Dingen in den kleinen Unternehmen, in den mittelständischen und Familienunternehmen. Wir wollen keine Grabenkämpfe, liebe Kollegen von den Linken. Wir hassen die Marktwirtschaft nicht. Wir sind die Partei der Marktwirtschaft. Das ist der Unterschied. Wir setzen uns für eine verantwortungsvolle Mitwirkung und die Mitbestimmung der Arbeiter in den Unternehmen ein. Anstatt einen Interessenausgleich zu fordern, gießen die Linken Öl ins Feuer und gießen den Generalverdacht in Form. Das ist das Problem. Ganz ehrlich, es schaudert mich, wenn ich das Wort Schwerpunktstaatsanwalt lese. Schwerpunktstaatsanwälte sollen dann als Kettenhunde gegen die Arbeitgeber gehetzt werden. Das ist der falsche Weg. Wir brauchen keine Hilfe für links abgerutschte Gewerkschaften. Nicht die gehören gestärkt. Wir brauchen Hilfe für Betriebsräte. Und da bin ich mit dem Kollegen Schummer überein. Wir haben doch den Typus des Generaldirektors, der einsam herrscht, doch überhaupt nicht mehr in Deutschland. Wir haben Mitwirkungsrechte, Mitbestimmungsrechte, Informationsrechte, Anhörungsrechte, Beratungsrechte, Widerspruchsrechte, Unterlassungsansprüche, Anspruch auf Betriebsvereinbarung. Wir haben Anspruch auf rechtliche Vertretung und Schulung. Wenn ich was vergessen haben sollte, Entschuldigung. Wir haben rechtliche Mittel. Wir können zum Arbeitsgericht gehen, wir können Anträge stellen, wir setzen Einigungsstellen ein, wir können sogar strafrechtlich vorgehen, wenn was ist. Freunde, wir haben alles. Was wollen Sie jetzt mehr? Was wir mehr brauchen, und da bin ich ebenfalls in Übereinstimmung mit der CDU, wir müssen unserem Betriebsverfassungsgesetz den aktuellen Bedingungen anpassen.
Tut mir leid, Kollege, wenn ich es Ihnen jetzt, ich weiß, Thüringer Verhältnisse, man darf nicht mehr loben, aber wir brauchen zum Beispiel das Vereinfachte, wir brauchen eine quantitative Stärkung der Betriebsräte. Das heißt, Vereinfachung der Betriebsratswahl. Warum nehmen wir nicht tatsächlich die Zahl herunter, dass wir sagen, dass schon Betriebe mit 100 Beschäftigten dem vereinfachten Wahlverfahren unterliegen? Warum nehmen wir nicht die Einreichung von Wahlvorstellungen zur Betriebsratswahl nur abhängig mit 2 Unterschriften? Das heißt, wir müssen die Hemmschwellen abbauen, um leichter Betriebsratswahl durchzuführen, nicht die Arbeitgeber bestrafen. Ich garantiere Ihnen, mit der Vereinfachung der Wahl von Betriebsräten werden sich mehr Kandidaten als bisher für die Betriebsratswahl aufstellen lassen. Die Wahl eines Betriebsrates ist und bleibt zuallererst Sache der Beschäftigten selbst und nicht des Arbeitgebers. Deshalb braucht es Ihres Antrages nicht. Es widerspricht zutiefst dem Geist der Sozialpartnerschaft, dem Arbeitgeber mit Strafvorschriften zu drohen. Drohungen, Strafen und Verbote sind das Weltbild linker Demagogen. Ja, das ist so. Wir dagegen bekennen uns zur Sozialpartnerschaft und der sozialen Marktwirtschaft. Was Sie wollen, ist Sozialismus, Planwirtschaft. Wir wollen eine vertrauensvolle Zusammenarbeit zwischen Arbeitgebern und Betriebsräten. Die Alternative für Deutschland bekennt sich ausdrücklich billig, infantil und billig, unterstützt und anerkennt die Arbeit der Betriebsräte. Wir verstehen uns als Partei des kleinen Mannes, und wir werden in den nächsten Wochen und Monaten auch im Hinblick auf unseren Sozialparteitag weitere Vorschläge unterbreiten. Ich freue mich auf eine Zusammenarbeit, wenn sie denn von Ihrer Partei genehmigt wird. Und jetzt noch mal zu den Linken. Ich habe noch eine Minute. Sie meinen doch nicht wirklich, dass Sie mit Verschärfung der Strafvorschriften die Betriebsratsarbeit innerhalb der Firmen verbessern. Also ich gehe davon aus, das war ein demagogischer, plakativer Antrag, der äußerst dünn daherkam. Sie müssten ihn mal veröffentlichen, damit die Bevölkerung draußen sieht, auf welchem Niveau hier gearbeitet wird. Ich bedanke mich. Frohes Schaffen. Wiedersehen. Jürgen Pohl von der AfD-Fraktion war das hier zum Antrag der Linksfraktion, Betriebsräte vor mitbestimmungsfeindlichen Arbeitgebern schützen. Nun kommt für die Sozialdemokraten Bernd Rutzel. Kollegen, also ich bin froh und es ist auch gut so, dass wir heute über dieses Thema und über diesen Antrag sprechen. Und deswegen danke, dass Sie, liebe Linke, diesen eingebracht haben. Herr Schumer, sitzt da. Herr Schumer. Sie haben eine Ausweitung des Kündigungsschutzes gefordert für Initiatoren im Betriebsratswahl. Ich glaube Ihnen das. Sie sind Betriebsrat, so wie ich gewesen. Sie sind Gewerkschafter, so wie ich. Ich glaube Ihnen das. Nur, wenn Sie hier stehen, dann sprechen Sie auch für Ihre Partei, für die CDU. Überzeugen Sie Ihre Partei. Wir machen das ganz schnell gemeinsam, den Kündigungsschutz auszuweiten für die, die Betriebsräte gründen wollen. Das kriegen wir ganz schnell hin. Sie beschäftigen sich in Ihrem Antrag, der schon etwas dünn ist, muss ich sagen, auch mit 2 Punkten. Einmal mit Schwerpunktstaatsanwaltschaften, ich gehe gleich darauf ein, und mit der Privilegierung von Arbeitgebern im Betriebsverfassungsgesetz. Aber der erste Absatz oder der erste Satz Ihres Antrages heißt, wer sich für Demokratie im Betrieb einsetzt, lebt gefährlich. Das stimmt doch nicht, liebe Leute. Jugendvertreter, Jugend- und Auszubildendenvertreter, Personalräte, Betriebsräte, Schwerbehindertenvertrauensleute, all die sind doch diejenigen, die sich einsetzen für die Kolleginnen und Kollegen, die das Leben der Menschen, der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer besser machen, die auch die Betriebe erfolgreicher machen, die auch geschätzt und geachtet sind. Und ich will an dieser Stelle sagen, und da unterstütze ich ausdrücklich die Jutta Grellmann, die das noch einmal herausgearbeitet hat, Sie sind eine ganz wichtige Stütze für unsere Demokratie im Land. Denn es gibt mehr Personal- und Betriebsräte wie Gemeinderäte, wie Stadträte, die immer wieder gewählt werden. Also sind das auch eine ganz wichtige Stütze, die die Demokratie nach vorne bringen. Und deswegen müssen wir danken und Danke sagen, dass diese Menschen diese Arbeit machen. Und die haben unsere Achtung verdient. Aber
Es ist wahr, wir müssen die Betriebsräte mehr stärken, denn sie werden bekämpft und sie werden behindert. Und manche Arbeitgeber, manche, die bekämpfen Betriebsräte wie der Teufel das Weihwasser. Sie geben viel Geld dafür aus, dass sie sich Anwaltskanzleien einkaufen, wo Betriebsräte verhindert werden sollen. Und deswegen möchte ich zwei Dinge ansprechen. Erstens, im § 119 des Betriebsverfassungsgesetzes wird genau beschrieben, was eine Straftat ist. Und eine Straftat ist grundsätzlich ein Offizialdelikt. Und ein Offizialdelikt, der wird von Amts wegen verfolgt, von der Staatsanwaltschaft. Aber im Betriebsverfassungsgesetz steht, dass es Antragsdelikte sind. Es ist ungefähr so, wie wenn ich hier aus dem Reichstag gehe und bei Rot über die Ampel, dann werde ich in einem Offizialdelikt, wenn die Polizei mich erwischt, angehalten und ich muss mich zur Rechenschaft geben. In einem Antragsdelikt muss ich darauf warten, dass mich irgendein anderer Passant, der mich gesehen hat, dass ich bei Rot über die Ampel gehe, anzeigt, und erst wenn angezeigt wird, dann wird einmal geguckt, ob sie gegen mich eine Klage erheben. Und deswegen brauchen wir diesen Wechsel vom Antrags zum Offizialdelikt. Und das ist ganz einfach, das ist im Absatz 2 des 119 beschrieben. Wenn man den streichen würde, ich muss das meinem Minister Altmaier vorschlagen, Bürokratieentlastung, es würde wenig Anträge geben, es würde wenige Komplikationen geben. Das ist gut für die Betriebsräte, das ist gut für alle, die hier tätig sind. Und es würde uns auch helfen, das Ganze zu stärken. Zweiter Punkt. Der zweite Punkt ist, dass das gehört zusammen. Betriebliche Mitbestimmung, Unternehmensmitbestimmung, dass ich finde, dass wir öffentliche Aufträge, wir geben viel Geld aus als öffentliche Auftraggeber, diese öffentlichen Aufträge nur noch an tarifgebundenen Unternehmen geben, denn das ist wichtig. Nicht der billige Jakob soll das Geschäft machen. Und deswegen brauchen wir ein Bundestariftreuegesetz. Das ist notwendig, das ist Fairness. Und es gebietet es auch als Vorbild, dass wir das machen. Und Umfragen haben ergeben, dass die allergrößte Anzahl der Bevölkerung das genauso sieht und auch will, dass öffentliche Gelder auch nicht verdummt werden, sondern dass es den Menschen auch wieder zugutekommt. Wir haben noch viel mehr Dinge, die wir im Ausschuss beraten. Vereinfachtes Wahlverfahren wurde angesprochen und Nachwirkung von Tarifverträgen. Das ist nämlich wichtig, wenn immer mehr Betriebe über Nacht zersplittert werden. Darauf geht Jasmin Fahimi dann in einem ganz speziellen Fall ein. Ich bedanke mich sehr. Bernd Rützel hat es angekündigt. Der Antrag der Linksfraktion wird nicht gleich abgestimmt, sondern kommt nach dieser Debatte erstmal federführend in den Ausschuss für Arbeit und Soziales. Erstmal sind wir aber noch in der Debatte. Karl-Julius Kronenberg von der FDP-Fraktion. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Kollegin Krellmann, bei meiner Jungfernrede vor 2 Jahren, Sie erinnern sich, habe ich Sie eingeladen, unser Familienunternehmen im Sauerland zu besuchen. Ich wollte Ihnen zeigen, dass Mittelständler keine Lohnräuber sind. Und Sie sind im August dann auch gekommen. Und dafür bin ich Ihnen dankbar. Die Geste hatte mir als frisch gewählten Abgeordneten gezeigt, dass Sie bereit sind, zuzuhören und respektvoll in den Dialog einzutreten. An meiner Ablehnung Ihrer Forderungen von damals hat das nichts geändert. Und es wird Sie auch kaum überraschen, dass dies auch bei Ihrem heutigen Antrag so ist. Ihr Antrag erweckt den Anschein, ein großer Teil der Beschäftigten in Deutschland seien einem Turbokapitalismus der schlimmsten Kategorie ausgesetzt und litten unter massiven Union-Busting oder Betriebsrat-Bashing. Das ist nicht der Fall. Im Gegenteil, die Arbeitszufriedenheit steigt, die Lebenszufriedenheit ist hoch wie nie, und das ist auch gut so. Doch ich räume gerne ein, dass es Ihnen immer wieder gelingt, Probleme anzusprechen, die ich zumindest früher als Unternehmer nicht so im Blick hatte. Menschen, die mit ihren Nöten vielleicht doch ab und zu im toten Winkel geblieben waren. Deshalb habe ich neben der großen Expertise von Johannes Vogel und allen anderen FDP-Kolleginnen und Kollegen auch Ihre Mahnungen immer als wertvollen Beitrag wahrgenommen. In den Debatten, die Sie, wie eben, und wir alle mit großer Leidenschaft führen. Sie schreiben, betroffene Beschäftigte brauchen gesetzlichen Schutz.
Den haben Sie in unserem Betriebsverfassungsgesetz, § 119. Behinderung von Betriebsräten ist Strafe wert. Es mag Beispiele geben, Sie haben das angeführt. Aber es gibt keine repräsentative Empirie, die die Dramatik Ihres Antrags belegt. Die pauschale Unterstellung, Arbeitgeber wollten betriebsrats- und gewerkschaftsfreie Zonen, weise ich zurück. Im Gegenteil, wie oft spreche ich mit Arbeitgebern und Betriebsräten, die an einem Strang ziehen, und zwar in die gleiche Richtung, insbesondere wenn es um Investitionen geht. Die wissen genau, dass sie alle im selben Boot sitzen. Wer dagegen zu früh oder zu stark nach staatlicher Regulierung ruft, der gefährdet Investitionen und Arbeitsplätze. Ein Betrieb ist wie die Gesellschaft, nur in klein. Deshalb ist gerade in diesen Zeiten Fördern einer Vertrauenskultur das Gebot der Stunde und nicht das Befördern von Misstrauen. Demokratie ist anstrengend, im Kleinen wie im Großen. Sie zwingt uns gleichzeitig, Kompromisse zu finden und unterscheidbar zu bleiben. Fehlt das eine, sind wir blockiert. Fehlt das andere, suchen die Wähler nach Alternativen. Ja, Betriebsräte brauchen Schutz. Aber Tarifautonomie, Subsidiarität und Vertragsfreiheit brauchen auch Schutz vor staatlichen Eingriffen, weil Menschen mit gesundem Sozialverhalten ihre Angelegenheiten meist besser regeln als der Staat. Weil diese Merkmale das Fundament unserer sozialen Marktwirtschaft sind, und dafür streite ich hier. Genauso werde ich immer dafür streiten, dass jeder Abgeordnete in diesem Hause seine Überzeugungen und Forderungen frei artikulieren kann, ohne befürchten zu müssen, dass er oder sie oder seine Familie oder das Wahlkreisbüro oder sonst irgendwer oder irgendwas da draußen dafür angegriffen oder geschmäht wird. Ja, unser parlamentarisches System schließt auch hässliche Positionen nicht aus, lässt auch Positionen am Rande der Erträglichkeit zu. Aber gerade das macht vielleicht auch seine Stärke aus. Diese politische Ordnung, diese Kultur der Toleranz wird in diesen Tagen herausgefordert, und das erfüllt mich mit großer Sorge. Sie zu verteidigen, verstehe ich auch als meinen Wählerauftrag. Rechtsstaat und Toleranz wiegen am Ende schwerer als ein Wahlprogramm. Demokratie ist liberal oder ist nicht. Vielen Dank. Nächste Rednerin in der Debatte ist die Kollegin Beate Müller-Gemmecke für die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen. Und Beate Müller-Gemmecke ist Sprecherin für Arbeitnehmerinnenrechte und aktive Arbeitsmarktpolitik. Das Betriebsrätegesetz vor 100 Jahren war ein Meilenstein. Seither können sich die Beschäftigten einmischen, mitreden, aktiv ihre Arbeitswelt mitgestalten. Die Mitbestimmung ist also gelebte Partizipation und Demokratie. Und dieses demokratische Miteinander muss gestärkt werden. Und die Gründe dafür, die Fakten sind bekannt. Die weißen Flecken bei der Mitbestimmung sind groß. Betriebsratswahlen werden behindert und auch teilweise verhindert. Und teilweise wird die Mitbestimmung sogar auch strategisch bekämpft. Es besteht also Handlungsbedarf, denn dieser Trend muss gestoppt werden. Und deshalb haben wir bereits 2015 und dann im Jahr 2018 hier einen Antrag in den Bundestag eingebracht und konkrete Vorschläge gemacht, wie die Mitbestimmung gestärkt werden kann. Seit unserem ersten Antrag sind jetzt 5 Jahre vergangen. Passiert ist aber rein gar nichts. Sie, die Regierungsfraktion, reden nur über die Mitbestimmung. Das ist zu wenig. Sie müssen auch endlich handeln. Und 2 Vorschläge möchte ich Ihnen noch mal kurz mit auf den Weg geben. Erstens, wenn Betriebsräte nicht erwünscht sind, wenn es deshalb Kündigungen gibt, wenn die Beschäftigten gemobbt werden, wenn es Abmahnungen hagelt, dann sind das alles Straftaten nach § 119 Betriebsverfassungsgesetz. Und doch haben die Arbeitgeber in der Regel nichts zu befürchten. Und deshalb sollen die Staatsanwälte zukünftig selber ermitteln können, denn bestehendes Recht muss endlich durchgesetzt werden. Zweitens,
die schwierigste Phase ist, wenn sich die Beschäftigten auf den Weg machen, um erstmalig einen Betriebsrat zu gründen. Sie sind dann besonders vor Benachteiligungen bedroht. Und in dieser Situation brauchen auch diese aktiven Beschäftigten den besonderen Schutz nach § 78 Betriebsverfassungsgesetz. Wenn Arbeitgeber Betriebsräte verhindern wollen, dann müssen wir ganz eindeutig auf der Seite der Beschäftigten stehen und sie gesetzlich besser schützen. Ja, und wenn die Mitbestimmung gestärkt wird, dann hat es auch positive Effekte in den Unternehmen auf die Produktivität, Löhne, Weiterbildung, Ausbildung, Integration von Migrantinnen und Migranten und auf die Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Und es wäre auch ganz allgemein ein wichtiges Zeichen für zivilgesellschaftliches Engagement, für solidarisches Miteinander und für unsere demokratischen Werte. Die Betriebsräte und Gewerkschaften sind wichtig, denn sie sind immun gegen die AfD. Sie stehen auf gegen Hass, Hetze und Rassismus. Sie verteidigen unsere Demokratie in den Betrieben. Und auch deshalb muss die Mitbestimmung gestärkt werden. Vielen Dank. Sagt Beate Müller-Gemmecke von Bündnis 90 Die Grünen. Nächster Redner in der Debatte über die Mitbestimmungsrechte im Betrieb ist Torbjörn Kartes von der Unionsfraktion. Er sitzt für seine Fraktion im Ausschuss für Arbeit und Soziales. Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, liebe Gäste auf den Tribünen, der hier vorliegende Antrag der Linken, der überzeugt mich nicht. Ich finde ihn schon dem Duktus nachher schwierig und vor allen Dingen einseitig formuliert. Sie unterstellen gleich zu Beginn im ersten Satz, den Sie da formuliert haben, wer sich in unserem Land für Demokratie im Betrieb einsetzt, also für betriebliche Mitbestimmung, der lebt gefährlich. Und um das gleich an dieser Stelle auch vorneweg zu sagen, es gibt Arbeitgeber zweifellos, die sich rechtswidrig verhalten, die versuchen, die Gründung von Betriebsräten zu verhindern. Die gehen teilweise auch sicher nicht anständig mit ihren Mitarbeitern um, keine Frage. Und die haben sicher auch unsere Aufmerksamkeit verdient. Aber, und das kommt mir in Ihrem Antrag deutlich zu kurz, oder Sie führen es eigentlich gar nicht aus, das ist doch ganz sicher aber nicht die Mehrheit der Arbeitgeber hier in Deutschland. Und ich finde, wenn man einen solchen Antrag hier einbringt, dann sollte man das doch zumindest differenziert machen. Dann sollte man zumindest auch deutlich machen, dass die Mehrzahl der Arbeitgeber in Deutschland sich anständig verhält. Wir haben ein gut funktionierendes Betriebsverfassungsrecht hier in Deutschland. Das hat sich nun über 100 Jahre entsprechend entwickelt. Arbeitgeber und Betriebsräte arbeiten in aller Regel vertrauensvoll zum Wohl der Arbeitnehmer und des Betriebs zusammen. Das ist doch die Botschaft. Wir bekämpfen die schwarzen Schafe, aber wir dürfen auch stolz sein auf unsere betriebliche Mitbestimmung in Deutschland. Nun geht es Ihnen heute darum, dass wir Betriebsräte vor mitbestimmungsfeindlichen Arbeitgebern schützen sollen, insbesondere diejenigen, die versuchen, Betriebsratswahlen aktiv zu verhindern. Da sind wir uns auch einig, aber was mir hier auch wieder untergeht in Ihrem Antrag, ein solches Verhalten ist bereits heute rechtswidrig, es ist sogar ein Straftatbestand. Nach 119 Absatz 1 Satz 1 Betriebsverfassungsgesetz ist hier auch schon erwähnt worden, wird mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder mit Geldstrafe bestraft, wer die Wahl eines Betriebsrats behindert oder beeinflusst. Ich finde, das hätten Sie in dem Antrag durchaus auch mal erwähnen können, denn so schutzlos sind Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in Deutschland zu Recht eben nicht. Und ich glaube, es kommt viel eher darauf an, dass solches Fehlverhalten konsequent auch zur Anzeige gebracht wird, verfolgt wird, eben auch bis zum Urteil. Hier geht es immerhin um persönliche Haftung, um eine Straftat. Und das wird den allermeisten, wenn Strafverfolgung hier wirksam funktioniert, dann auch nicht mehr egal sein. Und ich bin mir sicher, dass das deutlich mehr bringen würde als Ihre Vorschläge, die Sie hier umsetzen wollen und die ihre Wirkung, glaube ich, in der Praxis auch verfehlen würden. Ich möchte nur auf einen Punkt aus Ihrem Antrag entsprechend eingehen. Das gilt für Ihren Vorschlag, jetzt das Ordnungsgeld in 23 Absatz 3 Betriebsverfassungsgesetz von 10.000 auf 25.000 Euro zu erhöhen. Das muss man, denke ich, mal ganz kurz erklären. Wann gibt es überhaupt so ein Ordnungsgeld? Dafür brauchen Sie einen Arbeitgeber.
der seine gesetzlichen Verpflichtungen aus dem Betriebsverfassungsrecht grob verletzt. Der muss dann vor ein Arbeitsgericht kommen und der kriegt dort eine rechtskräftige gerichtliche Entscheidung und aufgegeben, eine bestimmte Handlung, zum Beispiel die Gründung eines Betriebsrates, zu bekämpfen, zu unterlassen. Dies ignoriert er dann bewusst, das ist im besten Sinne ihm egal, und dann kriegt er ein Ordnungsgeld von maximal 10.000 Euro. Und auch das ist ihm egal, dann sagt er, ich nehme, zahle lieber das Geld, als dass ich hier einen Betriebsrat habe. Und glauben Sie jetzt wirklich, dass dieser davon beeindruckt ist, dass wir anstatt von 10.000 Euro jetzt, dass er dann maximal 25.000 Euro zu zahlen hätte? Ich glaube das nicht, und deshalb glaube ich auch nicht, dass Ihr Vorschlag bei diesen speziellen Arbeitgebern etwas bringen würde. Vielmehr treffen Sie solche Arbeitgeber, ich hatte es schon erwähnt, mit dem Strafrecht, insbesondere auch im Wiederholungsfall. Und diese werden zunehmend auch den Imageschaden fürchten, wenn sich herumspricht, was für ein Arbeitgeber Sie sind. Auch dafür müssen wir übrigens das Gesetz nicht ändern, sondern vielmehr an der Kultur der Arbeitswelt weiter arbeiten und Rechtsverfolgung hier entsprechend durchsetzen. Zum Schluss kommend, klar ist für uns als Union aber auch, dass betriebliche Mitbestimmung Zukunft hat. Dass sie wichtig und dass sie richtig ist und dass sie gerade auch in Zeiten des digitalen Wandels große Bedeutung hat. Daher wollen wir insbesondere auch das allgemeine Initiativrecht von Betriebsräten für Weiterbildung stärken. Wir werden die Gründung und Wahl von Betriebsräten erleichtern, und wir wollen sicherstellen, dass auch bei grenzüberschreitenden Sitzverlagerungen von Gesellschaften die nationalen Vorschriften über die Mitbestimmung gesichert werden. Das sind Maßnahmen, die das Betriebsverfassungsrecht fit für die Zukunft machen, sinnvoll weiterentwickeln, und daran werden wir auch in dieser Legislatur noch arbeiten. Vielen Dank. Vielen Dank. Als nächster spricht für die Fraktion der FDP der Kollege Till Mansmann. Sehr geehrter Herr Präsident, geschätzte Kolleginnen und Kollegen. Natürlich kommt es in Unternehmen zu Interessenskonflikten zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern. Unser ganzes System der Tarifautonomie, der Sozialpartnerschaft, des umfangreichen Arbeitsrechts, des Diskriminierungsschutzes und vieles andere spiegelt das in der Gesetzgebung wider. Die Frage ist nun, ob neue Regelungen, die wir hier natürlich immer fordern können, dabei helfen, die Konflikte zu entschärfen und zu lösen, oder ob wir mit solchen Maßnahmen bereits aufgebaute Fronten, wie Sie, liebe Kollegen, Kolleginnen und Kollegen von der Linkspartei, in Ihrem Antrag plastisch beschreiben, nicht eher verhärtet. Sie sagen im Antrag, im Grunde die Regelung des Betriebsverfassungsgesetzes geben den Arbeitnehmern bislang nur ein stumpfes Schwert in die Hand, das sie schärfen wollen. Wir wissen ja ganz praktisch, dass sich, um im Bild zu bleiben, manchmal die Klingen kreuzen müssen. In der Regel entstehen dabei jedoch auch Verletzungen, die es doch zu vermeiden gilt. Gleich in § 2 des Betriebsverfassungsgesetzes heißt es doch, dass eine vertrauensvolle Zusammenarbeit das gemeinsame Ziel sein soll. Von diesem Grundsatz entfernen Sie sich doch ein Stück. Vermutlich, weil Sie nicht wirklich an diese grundsätzliche vertrauensvolle Zusammenarbeit glauben. In diesem Zusammenhang möchte ich Sie gerne daran erinnern, dass im Mittelpunkt des Betriebsverfassungsgesetzes sowohl der Erfolg des Betriebes als auch das Wohlergehen des Arbeitnehmers steht. Ihr Antrag krankt an einem schrägen Bild, das Sie von unserer Wirtschaftsordnung haben. Vielleicht schwebt Ihnen so eine Art grundsätzliche Dialektik vor, ein Gegensatz von Gut und Böse, unternehmerische Autorität gegen Demokratie oder auch Profit gegen Wohlergehen. Ich bin überzeugt, dass dieses falsche Bild die Ursache für den etwas schiefen Antrag ist. Und in diesem Umfeld werfen Sie dem Gesetzgeber vor, einseitig auf Seiten des Arbeitgebers zu stehen, wie Ihre Formulierung, man müsse die Privilegierung des Arbeitgebers aufheben, zeigt. Damit werden Sie der eigentlich klaren und fairen Rollenverteilung im Betriebsverfassungsgesetz nicht gerecht, das ja gerade umgekehrt aufgebaut ist. Obwohl zur Erreichung des unternehmerischen Ziels nicht nötig, ermöglicht es gerade Arbeitnehmervertretung, was man umgekehrt als Privilegierung bezeichnen könnte. Aber genau das wollen wir auch nicht machen. Wir würden den Fehler ja dann sozusagen umkehren. Ich glaube fest daran, dass die freie und soziale Marktwirtschaft, das, was Sie kapitalistische Wirtschaftsordnung nennen, ohnohin das beste Kooperationsmodell ist. Und wenn nach einer stärker regelnden Staat gerufen wird, stellt sich für uns immer die Frage, ob die daraus logisch folgenden, eher autoritären Regelungsmechanismen am Ende wirklich besser funktionieren. Wir brauchen natürlich auch immer diese Regelungen. Kontrolle, staatliche Aufsicht, aber wir müssen das richtige Maß und die richtige Mitte finden. Das ist Ihnen in diesem Antrag nicht gelungen, deswegen lehnen wir ihn ab, aber stimmen natürlich dem Überweisungsvorschlag zu. Vielen Dank.
Das kündigt Till Mansmann an von der FDP-Fraktion, für die er im Ausschuss für Arbeit und Soziales sitzt. Da ist auch der nächste Redner Mitglied, Michael Gerdes von den Sozialdemokraten. Herr Präsident, meine Damen und Herren, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, liebe Kolleginnen und Kollegen, wer meinen beruflichen Werdegang kennt, den wird es kaum wundern. Die betriebliche Mitbestimmung liegt mir nicht nur am Herzen. Ich bin zutiefst davon überzeugt, dass Mitbestimmung ein Unternehmen voranbringt, dass Mitbestimmung viele Vorteile hat, und zwar für Arbeitnehmer wie Arbeitgeber. Und heute ist mal wieder die Stunde der Mitbestimmung. Und deswegen sage ich hier noch mal deutlich, Mitbestimmung ist kein Bremsklotz für unternehmerische Tätigkeit. Arbeitnehmervertreter sind auch keine Problemmacher. Produktivität wird gesteigert, da wo Mitbestimmung gelebt wird. Und da können die Probleme im Betriebsablauf gelöst werden. Und es geht eben nicht nur um Löhne und Arbeitszeiten. Betriebsräte haben zahlreiche, vielfältige Aufgaben und sie tragen Verantwortung. Und liebe Jutta Krellmann, mit Blick auf die negativen Beispiele rund um die Verhinderung von Betriebsratswahlen weiß ich, wie gut wir es in der Montan-Mitbestimmung hatten. Man war nicht immer einverstanden mit einzelnen Aktionen und Entscheidungen von uns Betriebsräten, aber niemand hat die Notwendigkeit unserer Betriebsratstätigkeit infrage gestellt oder sie gar mit unredlichen Mitteln und Methoden zu verhindern versucht. Meine Kollegin Jasmin Farini wird nachher noch mal darauf eingehen, denke ich. Aber es ist keine Frage, die Bekämpfung von Betriebsräten, das sogenannte Union-Busting, ist zu verurteilen, möglicherweise auch härter zu bestrafen. Ich glaube aber nicht, dass die gezielte Verhinderung von Gewerkschaftstreffen oder die Einschüchterung von Arbeitnehmervertretern die maßgeblichen Probleme sind. Dass die Tarifbildung schwächer wird und sich weniger Betriebsräte bilden, hat vielfältige Gründe. Ein Blick auf die Zahlen reicht aus. Mitbestimmung hängt mit der Größe der Betriebe zusammen, ist von Branche zu Branche anders, unterscheidet sich auch regional. Und die wenigsten Betriebsräte haben, wie wir wissen, kleine und mittlere Unternehmen. Es verändern sich aber auch die Einflussgrößen der Mitbestimmung insgesamt. Ganz so, wie sich Berufe und Betriebe verändern, so wie sich das gesellschaftliche Selbstverständnis von Arbeit und Leben wandelt. Wie organisieren sich Erwerbstätige denn eigentlich, wenn Tätigkeiten, Arbeitsorte und Arbeitszeiten flexibler werden und sich damit die Bezugsgrößen der Betriebsratsarbeit auch verändert? Wie gehen wir damit um, wenn die Start-up-Szene wenig von Tarifverträgen hält, dafür aber Mitarbeiterbeteiligung als das Ziel setzt? Schwarz-Weiß-Kategorien wie böser Arbeitgeber kontra guter Arbeitnehmervertreter bringen uns nicht weiter. Und am Rande sei gesagt, es gibt auch Arbeitsplätze, auf die das Betriebsverfassungsgesetz nicht 1:1 umsetzbar ist, so sehr ich das mir wünschen würde. Aber man denke mal etwa an die zahlreichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von uns Abgeordneten. Für uns als Politik besteht die Aufgabe darin, das Betriebsverfassungsgesetz zu überprüfen und in die Gegenwart zu übersetzen. Die Große Koalition hat sich dazu bekannt, die Gründung von Wahl von Betriebsräten zu erleichtern. Das werden wir tun. Wir haben das, auf die Frage wann, wir haben das mit dem Arbeit von Morgen Gesetz 2 mit unserem Arbeitsminister Hubertus Heil besprochen. Hubertus Heil ist dran, wir werden das in den Gremien prüfen und auch diskutieren. Ich wünsche mir, dass wir eine echte, wahrnehmbare Stärkung der Mitbestimmung erreichen. Dazu sollte meiner Meinung nach der Kündigungsschutz für Betriebsratsgründer schon vor der Einladung zur Wahlversammlung gehören. 100 Jahre Betriebsrätegesetz. Ein Grund zu feiern, aber kein Grund, um auszuruhen. Lassen Sie mich einen letzten Satz noch an die AfD sagen. Ihre Ausführungen waren realitätsfremd und wenig erkenntnisreich. Die einzige Erkenntnis, die ich gewonnen habe, ist die Unkenntnis der AfD. Als Vertreter von Arbeitnehmern versagen Sie faktisch auf der ganzen Linie. Herzlichen Dank und Glück auf. Vielen Dank. Als nächster spricht für die Fraktion der CDU-CSU der Kollege Uwe Bierdatz. Mark Bierdatz, sorry. Uwe hätte ihn auch gestanden. Der Uwe Schummer hat schon geredet. Sehr geehrter Herr Präsident, meine sehr geehrten Kolleginnen und Kollegen, liebe Gäste. Als ich gestern Ihren Antrag, liebe Linke, gelesen habe, habe ich mir erst mal Ludwig Erhard
in die Hand genommen und habe gesagt, ich muss einmal wieder die soziale Marktwirtschaft durchlesen. Und, meine Damen und Herren, was habe ich darin gesehen? Der Mensch steht im Mittelpunkt. Und auch dieser Grundgedanke, meine Damen und Herren, und auch dieser Grundgedanke, 100 Jahre zuvor im Betriebsrätegesetz, der Mensch steht im Mittelpunkt. Und diese Errungenschaft, auf diese können wir zu Recht stolz sein hier in diesem Hohen Haus, meine Damen und Herren. Sehr geehrte Fraktion Die Linke, was schreiben Sie aber? Ich zitiere: Unter Druck setzen von Einschüchterung, undemokratische Arbeitgeber und davon, dass es regelrecht gefährlich ist, sich für die Demokratie in Betrieben einzusetzen. Was für ein Bild vermitteln Sie hier? Diese Arbeitswelt, die Sie hier andeuten, zeigt uns, das ist Schwarzmalerei. Das ist nichts anderes als die Dämonisierung der Arbeitgeber. So einfach ist die Welt nicht. Das ist nicht unser Leitbild, meine Damen und Herren. Wir als CDU-CSU-Bundestagsfraktion sehen Arbeitnehmer und Arbeitgeber als Team. Die Interessen des Arbeitgebers können doch nur daran geleitet sein, motivierte, gute Mitarbeiter zu haben, die dann auch das Unternehmen erfolgreich machen. Aber folgen wir nun mal der Logik Ihres Antrags. Dann gibt es in Deutschland gar keine Betriebsräte. Denn die Menschen haben Angst, sich für ihre Anliegen einzusetzen. Ist so die Realität, meine Damen und Herren? Nein. 41% der Beschäftigten arbeiten in Betrieben mit einem Betriebsrat. In Großunternehmen ist der Betriebsrat Standard. Ja, in kleineren Unternehmen, meine Damen und Herren, sieht die Zahl etwas ernüchternd aus. Nichtsdestotrotz, 18% aller Betriebe, wo dort kein Betriebsrat besteht, bestehen andere Vertretungsorgane, Mitarbeitervertretungen, Belegschaftssprecher oder runde Tische. Herr Bierdas, gestatten Sie eine Zwischenfrage von Seiten der Linken? Sehr gerne. Bitte sehr. Jutta Krämann von der Linksfraktion hat eine Zwischenfrage. Also Sie sehen, ich bin nicht Heinz Erhardt, ne, aber ich wollte Sie gerne fragen. Aber ich wollte Sie gerne fragen, haben Sie in meiner Rede zugehört, dass ich gesagt habe, diese Arbeitgeber, die sich so verhalten, mit denen muss was gemacht werden. Ich habe nicht davon gesprochen, dass ich der Meinung bin, dass alle Arbeitgeber sich so verhalten. Aber die Arbeitgeber, die sich so verhalten, mit denen muss man reden und mit denen muss man bestrafen. Das ist doch richtig, weil die machen im Grunde Demokratie zu einem Wildwuchs. Das geht doch gar nicht. Also Sie müssen dafür reden, wir möchten gerne, dass Demokratie da Einzug hält. Und wenn Sie sich anschauen, ich frage Sie, haben Sie sich angesehen, dass der größte Teil der Beschäftigten hier in Deutschland überhaupt gar keine Betriebsräte hat, dass die Anzahl der Betriebsräte runtergegangen ist? Was sind denn Ihre Vorschläge, bitte schön, dass sich das ändert? Und bitte nach vorne und nicht nach hinten. Vielen Dank für die Anmerkung. Nur, wenn ich mir Ihren Antrag anschaue, eine Seite und nur Schwarzmalerei. Und ich wollte einfach hier noch mal zeigen, dass die Welt in der Arbeitswelt auch anders aussehen kann. Und ich glaube, das muss in diesem Haus auch diskutiert werden. Und dann können wir auch über die Missstände reden, die da sind. Lassen Sie mich aber, meine Damen und Herren, weil ich gerade Ihren Antrag angesprochen habe, eine Seite. Ich würde Ihnen gerne die zweite Seite füllen wollen für Ihren nächsten Antrag. Lassen Sie uns auch darüber reden, wie sich die Arbeitswelt und unsere Lebenswelt verändert in der Digitalisierung. Wir werden andere Formen haben, wie wir mit Betriebsräten, wie wir mit Mitbestimmung gerade in Start-ups, in jungen, innovativen Unternehmen umgehen müssen. Und hier sollten wir einen Blick drauf werfen. Denn ich komme selber aus einem Start-up.
Ich habe, bevor ich in den Deutschen Bundestag gewählt wurde, mit einem Start-up gearbeitet. Und dort wird es andere Formen geben. Und deswegen müssen wir das Betriebsverfassungsrecht anpassen, wie wir auch mit diesen Unternehmen gerecht werden können, damit eben auch dort Mitbestimmung, aber auch Flexibilität in der Mitbestimmung einhergehen kann. Und meine Damen und Herren, deswegen lassen Sie uns diese zweite Seite angehen und nicht nach hinten und nicht nach vorne schauen, denn die Transformation der Arbeitswelt, sie wird sich verändern und wir dürfen hier nicht den Blick außer Stand sein. Und lassen Sie uns mir am Schluss noch eines sagen. Wenn wir die Digitalisierung und wenn wir die Start-ups nicht versuchen, in diese Diskussion mit einzunehmen, dann verlieren wir die Innovationskraft in Deutschland, weil dort in Start-ups wird eben auch neue Kultur und es wird eben auch neue Arbeitsformen damit delegiert. Und darum sollten wir gemeinsam die schwarzen Schafe uns anschauen. Wir sollten aber niemand als Dämon darstellen, nicht die Arbeitgeber. Und wenn wir das hinbekommen, dann werden wir mit den Start-ups, mit der Digitalisierung in Deutschland die Mitbestimmung in Unternehmen, in Start-ups innovativ, flexibel und eben in die Zukunft gerichtet machen. Herzlichen Dank. Marc Bierdatz von der Unionsfraktion hat hier auch im direkten Schlagabtausch mit der Linksfraktion vor einer Dämonisierung der Arbeitgeber gewarnt. Was allerdings an Zahlen da ist, dass es eben doch zurückgeht. Vor 40 Jahren waren im Schnitt noch um die 10 Prozentpunkte mehr von den Beschäftigten in einem Betriebsrat als jetzt. Nun spricht Katharina Dröge, Sprecherin für Wirtschaftspolitik der Grünen Fraktion. Damals haben viele Unternehmen dieses Betriebsrätegesetz gegründet, haben Betriebsräte betrachtet als Organisation des Widerstands und des Aufruhrs gegen Unternehmen. Heute sehen das in der Tat sehr, sehr viele Unternehmen in diesem Land anders, betrachten Betriebsräte als wichtigen Bestandteil ihrer Unternehmen. Aber, Herr Bierdatz, Sie haben in Ihrem Versuch, das Positive zu beschreiben, was in dieser Debatte auch einen Platz finden muss, die andere Seite vergessen. Und um die geht es hier eben heute auch. Wir müssen feststellen, auch 100 Jahre nach dem Betriebsrätegesetz gibt es zu viele Unternehmen, die keine Betriebsräte haben. Gibt es Unternehmen, die ihre Betriebsräte behindern oder sogar bekämpfen? Und wenn Ihnen der Antrag der Linken zu kurz war in den Lösungsvorschlägen, wie man damit umgehen soll, dann empfehle ich Ihnen einfach den Antrag, den wir 2018 eingebracht haben. 9 Punkte, in denen wir konkret aufgeschrieben haben, wie man Betriebsräte besser unterstützen und auch schützen kann. Und es reicht nicht, sich hier nur hinzustellen und zu sagen, lassen Sie uns nicht über die schlechte Seite reden. Wir sind nun mal gewählt, auch als Parlament, um zu schützen, um zu regeln. Und da habe ich von Ihnen einfach gar nichts gehört. Und ich rede hier ganz bewusst als Wirtschaftspolitikerin in dieser Debatte, weil meine feste Überzeugung ist, dass partnerschaftliche Mitbestimmung in den Betrieben ein elementarer Bestandteil guter Wirtschaftspolitik ist, ja, dass Unternehmen etwas davon haben, wenn sie Betriebsräte haben, wenn sie gute Mitbestimmung haben. Denn die Idee der Mitbestimmung ist ja im Endeffekt ganz einfach. Aus dem Gedanken, wir haben Beschäftigte, die Menschen sind, die für mich arbeiten, wird ein, ich habe Beschäftigte, die sind Menschen, die mit mir arbeiten. Und das ist das Wertvolle der betrieblichen Mitbestimmung. Das nutzt den Unternehmen. Unternehmen, die mitbestimmt sind, sind innovativer, weil sie eben auch die guten Anreize und Anregungen der Beschäftigten mit aufnehmen, weil sie mehr in Weiterbildung investieren und damit am Ende in die Zukunft gehen. Und mein Heimatbundesland ist Nordrhein-Westfalen. Und ich habe mich in den letzten Wochen intensiv mit Betriebsräten aus dem Bereich der Stahlbranche unterhalten. Gerade in der Krise zeigt sich auch der Wert von Mitbestimmung und Betriebsräten. Weil die denken weiter. Die entwickeln jetzt schon die Lösungsansätze für ihre Unternehmen in der Zukunft. Und sie helfen, das auch zu kommunizieren, was notwendig ist. Und ich sage auch, gerade am Beispiel der Stahlindustrie, das Zerrbild, was viele Menschen zeichnen, dass Betriebsräte nichts anfangen könnten mit dem Thema wie Klimaschutz oder so, ist absolut falsch. Gerade in der Stahlindustrie leisten die Betriebsräte so eine wichtige Arbeit, auch zu zeigen, warum gerade im klimaneutralen Stahl die Zukunft für diese Beschäftigten liegt. Und deswegen wäre es auch so wichtig, wenn sie ein stärkeres Initiativrecht bekommen würden in diesem Bereich. Und wir brauchen Betriebsräte, wenn es um den Wandel der Wirtschaft geht. Die Digitalisierung wurde von Ihnen, Herr Bierdatz, ja auch gerade angesprochen. Und wir haben da in der letzten Sitzungswoche Vorschläge für gemacht, weil wir sagen, gerade wenn ein
Ein Wandel wie die Digitalisierung die Arbeit so stark verändert, dann braucht es eben auch eine stärkere Mitbestimmung der Beschäftigten in diesem Bereich. Bei der Frage, wie gestalten wir Homeoffice, bei der Frage, wann müssen Beschäftigte erreicht werden beim mobilen Arbeiten, bei dem Thema Datenschutz. Alles Vorschläge, die wir auf den Tisch gelegt haben. Sie haben recht, die Mitbestimmung braucht ein Update für das digitale Zeitalter. Schließen Sie sich einfach unseren Vorschlägen an. Fordert Katharina Dröge, die wirtschaftspolitische Sprecherin von Bündnis 90 Die Grünen. Die vorletzte Rednerin in dieser Debatte um Betriebsräte kommt von den Sozialdemokraten Jasmin Fahimi. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen hier im Saal, aber auch vor allem draußen an den Monitoren. Ich möchte heute über die Mitbestimmung nicht abstrakt, sondern einem konkreten Beispiel aus meiner Heimatstadt Hannover reden. Im ältesten Traditionsunternehmen, der Gildebrauerei, tobt gerade ein Tarifkampf, und zwar kein normaler, sondern einer, der sich zunehmend zum Skandal entwickelt. Seit 2016, seitdem die Gildebrauerei zum TCB-Konzern gehört, gibt es keinen gültigen Tarifvertrag mehr. Und das Ergebnis ist, Einkommensunterschiede von bis zu 15.000 Euro jährlich für die gleiche Arbeit. Das hat mit fairer Entlohnung nichts mehr zu tun. Es ist reine Willkür. Und na klar, wie zu erwarten, die Arbeitgeberseite verweigert Tarifverhandlungen. Die NGG ruft zur Urabstimmung auf. 94% stimmen für Arbeitsmaßnahmen. So traurig, so bekannt, nichts Neues. Nun aber die Reaktion der Geschäftsführung. In einer Nacht-und-Nebel-Aktion wird der Betrieb in vier Teile aufgespalten, und zwar ohne korrekte Unterrichtung des Betriebsrats und selbstverständlich auch ohne gesetzlich vorgeschriebenen Interessensausgleich. Die verankerte Mitbestimmung wird also einfach hier völlig missachtet. Und es passiert stattdessen Folgendes. Am nächsten Morgen stehen Trennwände in der Betriebshalle. Unter Aufsicht von Sicherheitskräften müssen die Beschäftigten neue Arbeitskleidung anziehen. Und es wird ihnen gesagt, dass sie mit den betriebsfremden Kollegen jetzt nicht mehr in Austausch gehen dürfen. Den Betriebsratsvorsitzenden werden arbeitsrechtliche Konsequenzen angedroht, wenn er seiner Tätigkeit weiter nachgeht. Mit der Begründung, dass er ja jetzt in einem betriebsfremden Bereich tätig wäre, der gar keinen Betriebsrat mehr kennen würde. Wie zynisch ist das denn? Und das, liebe Kolleginnen und Kollegen, ist die Realität in unserem Land, jetzt, hier und heute. Dieses Verhalten der Gilde-Geschäftsführung ist in mehrfacher Hinsicht ein Verstoß gegen das Betriebsverfassungsgesetz und eine Behinderung von Betriebsratsarbeit. Aber was juckt es Sie? Es gibt eben nicht ausreichend strenge Sanktionen, richtig. Aber es geht noch weiter. Die Aussperrung von 14 Mitarbeitern erfolgt dadurch, dass ihre Namen öffentlich an die Werkstoren geheftet werden. Natürlich hat die NGG entsprechende Beschwerde eingelegt, aber wo sind wir denn? Leben wir im Mittelalter, wo man unliebsame Gesellen an den Pranger stellen kann? Das wahre Ziel ist offensichtlich. Hier soll die Belegschaft gespalten werden, die Belegschaft eingeschüchtert werden und das Recht auf Mitbestimmung kalt ausgesperrt werden. Und das ohne uns, liebe Kolleginnen und Kollegen. Deswegen an den Kollegen Kronberg hier meine Einladung nach Hannover, sich diese Betriebsrealität einmal anzuschauen. Offensichtlich müssen wir auch im Falle eines Arbeitskampfes dafür sorgen, dass diese Art und Weise, Mitarbeiter unter Druck zu setzen, stärker sanktioniert werden muss. Und deswegen brauchen wir nicht nur höhere Sanktionsstrafen, wir brauchen auch eine Ausweitung sanktionsfähiger Missstände. Ich will jetzt an dieser Stelle gar nicht weiter darauf eingehen, was meine Vorredner Bernd Rützel und Michael Gerdes bereits gesagt haben. Deswegen haben wir SPD im Koalitionsvertrag eine Reihe von Maßnahmen vorgesehen. Ich will aber noch mal sehr ausdrücklich sagen, dass dieses Beispiel zeigt, dass wir auch eine längere Nachwirkzeit von Tarifverträgen brauchen und eine effektive Gestaltung von Mitbestimmung auf Dauer ohne wirksame Tarifverträge kaum möglich ist. Und deswegen bin ich dem Arbeitsminister Hubertus Heil sehr dankbar dafür, dass er sich für ein Bundestariftreuegesetz einsetzt.
Die Abspaltung von Unternehmensteilen darf zukünftig nicht mehr zur Tariflosigkeit führen. Deswegen muss ich allerdings auch sagen, geht der Antrag der Partei Die Linke nicht weit genug. Ich will zum Abschluss meinen Kolleginnen und Kollegen in Hannover nur noch einmal zurufen, lasst euch nicht spalten. Ihr kämpft nicht nur für eure Arbeitsplätze. Ihr kämpft für Respekt und Arbeitnehmerrechte im ganzen Land. Meine, unsere Solidarität habt ihr. Sagt Jasmin Fahimi hier in der Debatte zu Betriebsräten und wie die vor mitbestimmungsfeindlichen Arbeitgebern geschützt werden können. Ein Antrag von der Linksfraktion. Die letzte Rednerin in dieser Debatte kommt von der Unionsfraktion, Astrid Freudenstein. Herr Präsident, geschätzte Kolleginnen und Kollegen, meine Damen und Herren, im Antrag der Linken steckt eine Menge Klassenkampf, doch die Wirklichkeit sieht Gott sei Dank anders aus in den Betrieben und darüber hinaus. Erst vor wenigen Monaten sind in Bayern beim Zukunftsforum Automobil Arbeitgeber, Betriebsräte und die Politik zusammengesessen und haben konstruktiv darüber gesprochen, wie man die Arbeitsplätze in der Automobilindustrie in Bayern sichern kann. Auf Augenhöhe, und es ist ein Erfolgsmodell geworden. Betriebliche Mitbestimmung ist ein wichtiger Teil der Sozialpartnerschaft und damit unserer sozialen Marktwirtschaft. Und heute wissen wir, und die Unternehmer wissen das natürlich auch, dass aus wirtschaftlicher Sicht die Betriebe mit der Mitbestimmung gut und sogar besser fahren als ohne. Nicht nur Studien zeigen das, sondern auch unsere Erfahrungen im Alltag oder eben auch und gerade in Krisenzeiten. In den allermeisten Fällen läuft die Zusammenarbeit von Arbeitgebern und Arbeitnehmern gut und lautlos ab. Und trotzdem, das ist richtig, geht die betriebliche Mitbestimmung seit den 90er Jahren zurück. In Bayern etwa werden nur noch 41% der Beschäftigten von Betriebsräten vertreten. Und auch die Zahl der Betriebe mit Betriebsräten sinkt. Und warum ist das so? Die Linke sagt, es sind die bösen Arbeitgeber schuld. Ja, die gibt es. Es gibt auch die Arbeitgeber, die aktiv und teilweise auch mit unlauteren Mitteln Betriebsräte be- oder verhindern. Aber es gibt natürlich auch andere Erklärungsmöglichkeiten für den Mitbestimmungsschwund, und auch die sollte man hier nennen, auch wenn sie sich nicht ganz so gut für den Klassenkampf eignen. Die sinkende Tarifbindung zum Beispiel ist ein starker Faktor für die schwindende Reichweite betrieblicher Mitbestimmung. Und es zeigen sich auch die Auswirkungen des Strukturwandels, zum Beispiel mit dem Trend zu kleineren Betriebseinheiten und insbesondere auch mit dem wachsenden Dienstleistungsbereich. Was also können wir in der Politik tun und ändern, um die betriebliche Mitbestimmung in Deutschland wieder zu stärken? Klar, wir könnten die Sanktionierungsmöglichkeiten gegenüber den Arbeitgebern krass ausweiten, wie es die Linke fordert, aber wir wissen ja, dass immer härtere Strafen nicht unbedingt weiterhelfen. Meine Kollegen haben bereits beschrieben, was wir uns im Koalitionsvertrag vorgenommen haben. Wir wollen zum Beispiel die Betriebsratswahlen vereinfachen und Online-Wahlen ermöglichen. Wir wollen die betriebliche Mitbestimmung natürlich erhalten und auch modernisieren. Wir müssen es auch. Aber wir wollen nicht die feine Balance zwischen Arbeitnehmern und Arbeitgebern mit einseitigen Maßnahmen stören. Maßnahmen etwa wie kürzlich aus der Berliner SPD vorgeschlagen. Die Berliner SPD hat gefordert, dass nur noch jene Start-ups mit öffentlichen Geldern gefördert werden, die einen Betriebsrat haben. Da haben dann selbst die Grünen einen Vogel gezeigt und gemeint, dass man jungen Unternehmen nicht mit zusätzlichen Auflagen das Gründen erschweren sollte, zu Recht. Frau Freudenstein, gestatten Sie eine Zwischenfrage des Kollegen Dehm? Okay. Momentan nicht. Natürlich wäre eine Betriebsratspflicht nach Berliner SPD für die Gründerszene fatal. Jeder, der einmal den Blick in ein solches Unternehmen geworfen hat, der weiß, das läuft ganz anders, was die Mitbestimmung angeht. Oft sind die Mitarbeiter direkt an der Firma beteiligt und die Hierarchien sind flach. Und wenn das Unternehmen dann erfolgreich ist und aus seinem Start-up-Status herausgewachsen ist, kommt ohnehin die verfasste Mitbestimmung zu Recht dazu. Lassen Sie uns also gerne darüber diskutieren, wie wir das Betriebsverfassungsgesetz modernisieren können in Zeiten von Digitalisierung und Globalisierung. Oder wie wir als Politik ganz pragmatisch gemeinsam mit den Betriebsräten und den Arbeitgebern Arbeitsplätze sichern können. Das eingangs erwähnte Zukunftsforum Automobil in Bayern hat gute und sichere Arbeitsplätze zum Ziel. Alle miteinander haben dort eine Qualifizierungschance Automobil Bayern beschlossen für bis zu 50.000 Beschäftigte, unterschrieben vom bayerischen Ministerpräsidenten, von den Vorstandsvorsitzenden der Automobilkonzerne und ganz selbstverständlich von den Betriebsräten auf Augenhöhe, weil es nur so geht. Herzlichen Dank.
Vielen Dank. Der Kollege Dehm erhält Gelegenheit für eine kurze Intervention. Ja, Frau Kollegin Freudenstein, Sie haben ja gehört, was die Kollegin Fahimi über die Gildebrauerei gesagt hat, wo nicht nur betriebliche Mitbestimmung mit Füßen getreten wird, sondern wirklich auch die Würde der Menschen, die dort arbeiten. Nun ist dort ein Defizit an Mitbestimmung. Das kann man mit einem kleinen Teil ausgleichen, indem auch Parlamentarier dort für die Kolleginnen und Kollegen, wie das die Kollegin Fahimi, ich und ein paar andere auch schon getan haben, für die Streikenden, für die Ausgesperrten sich engagieren, vor Ort sind und sprechen. Könnten Sie sich vorstellen, bei Ihrem Bekenntnis, was auch dahin geht, dass die Effizienz dieser Betriebe zunimmt, wenn die Mitbestimmung und die Beteiligung und das Mitdenken der Kolleginnen und Kollegen zunimmt, das sage ich auch als Arbeitgeber, dass Sie dort in Hannover bei der Gildebrauerei das, was Sie hier gesagt haben, zur Ermutigung der Kolleginnen und Kollegen, die dort streiken, sagen würden? Das war Dieter Dehm aus der Linksfraktion. Astrid Freudenstein kann nun darauf antworten. Finde ich nicht richtig, wenn Betriebsräte behindert oder verhindert werden. Das habe ich hier im Bundestag ausdrücklich gesagt. Und das können Sie auch den Kollegen in Hannover gerne bestellen. Vielen Dank. So, also das war eben dann nochmal eine Kurzintervention von Dieter Dehm von der Linksfraktion mit der dazugehörigen Antwort von Astrid Freudenstein. Und damit ist die Debatte zum Antrag der Linksfraktion, Betriebsräte vor mitbestimmungsfeindlichen Arbeitgebern schützen, beendet, beziehungsweise für heute erstmal beendet. Der Antrag wird für die federführende Bearbeitung in den Ausschuss für Arbeit und Soziales überwiesen und kommt ja dann, so ist es ja hier Usus, dann noch einmal ins Plenum. Hier werden jetzt verschiedene Anträge überwiesen und eventuell auch darüber abgestimmt.